Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video möchte ich mal auf das Thema LDO und Standardspannungsregler eingehen. Also man bewegt sich hier im Bereich lineare Spannungsregler und die Frage ist immer, in den Datenmetern steht manchmal LDO-Spannungsregler oder Very Low Drop Output Voltage Spannungsregler. Das liest man da sehr oft und die Frage, was ist das und was ist das eigentlich zum Vergleich zu den normalen Standardreglern, und da möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen. Die Abkürzung LDO steht ja für Low Dropout Voltage. Und was ist eigentlich diese Dropout Voltage? Die Dropout Voltage ist die Mindestspannung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung, damit der Regler überhaupt regelt. Beispiel 7805 hier mal aufgezeichnet. Der liefert mir eine Ausgangsspannung von 5 Volt. Und wenn ich jetzt eine Eingangsspannung von 12 Volt anlege vorne, wird auch 5 Volt herauskommen. Wenn ich eine Eingangsspannung von 9 Volt anlege vorne, dann werden ebenfalls 5 Volt rauskommen. Und die nächste Frage ist, wird der Regler hier bei 6 Volt auch noch 5 Volt herausgeben, konstant? Und wie sieht es eigentlich aus bei 5,5 Volt? Wird der 7805 dort auch noch 5 Volt rausgeben? Bei dem Standardregler sind hier diese beiden Fragezeichen hier, die ich dorthin geschrieben habe. Der wird es also bei 6 und 5,5 Volt definitiv nicht mehr machen. Und die Hauptfrage, die sich natürlich dann stellt, ab welcher Spannung regelt er hier auf 5 Volt? Ich werde dazu zum 7805 und zu zwei anderen Reglern gleich einen Messaufbau zeigen, wo ich dann mal diese U-Drop messe. Technisch gesehen intern gibt es natürlich einen Unterschied zwischen diesen LDO und diesen Standardreglern. Die LDO haben in der Regel nur einen PNP-Transistor dort zum Regeln der Ausgangsspannung. Beim Standardregler sind es zwei oder drei, zwei NPN und ein PNP, und dadurch muss hier eine größere Mindestspannung vorhanden sein, damit hier der Standardregler regeln kann. Diese Mindestspannung U-Drop, die beträgt beim Standardregler ungefähr 1,7 bis 2,5 Volt, beim LDO ungefähr nur 0,1 bis 0,7 Volt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Entwurf einer Schaltung. Wenn man also zum Beispiel wie hier nur 6 Volt zur Verfügung hat, man muss aber auf 5 Volt regeln, dann wird ein 7805 da nicht gut sein, den zu wählen, sondern man muss dann wirklich einen LDO-Regler verwenden. Jetzt komme ich hier zum praktischen Teil. Ich habe drei Regler, die ich hier mal zeigen will. Das erste ist dieser LM317, das ist ja ein einstellbarer Spannungsregler, und den habe ich so eingestellt, dass er hier auf 5 Volt regelt. Ich messe hier mit dem rechten Multimeter immer die Ausgangsspannung, mit dem linken Multimeter hier die Eingangsspannung. Die Eingangsspannung liegt derzeit bei ungefähr 9 Volt und er regelt auch auf 5 Volt. Und ich schreibe einfach mal diese Ausgangsspannung auf, damit die erstmal sicher ist, wo er regelt. Also U-Drop rechne ich nachher aus, also wir haben hier erstmal als Ausgang 5,03 Volt. Der nächste Regler, den ich hier, achso, halt, Moment, ja doch, der nächste Regler, das ist der 7805, da stecke ich mal hier um, das ist der hier, der regelt hier auf 5,045 Volt ungefähr, also 0,1 Volt mehr, 5,04 Volt, darauf regelt er. Und ich habe hier auf der rechten Seite den KF50 und der regelt im Moment ebenfalls ziemlich genau auf 5,05 Volt. Also 5,05 Volt. Ich habe das deshalb jetzt aufgeschrieben, weil das ja die Spannung ist, wo die Regler drauf regeln. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich stecke jetzt erstmal wieder um auf den LM317. Ich werde jetzt Folgendes machen, ich werde hier die Eingangsspannung mal runterdrehen und dann beobachte man mal hier auf der rechten Seite das Multimeter, weil dann natürlich sich die Frage stellt, wie weit kann ich hier runterdrehen, damit er immer noch auf 5,03 Volt bleibt. Ich drehe also hier runter und jetzt sieht man, jetzt ist er schon auf 4,94, also hier hat er noch nicht geregelt. Ich drehe also wieder ein bisschen höher, dass er auf 5,03 kommt, jetzt ungefähr, und man sieht, ich habe hier eine Eingangsspannung von 6,75 Volt. Also der LM317 braucht, um auf 5 Volt zu regeln, eine Eingangsspannung von
6,75 Volt. Die schreibe ich hier einfach auch nochmal auf. 6,75 Volt. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem 7805. Dazu werde ich die Eingangsspannung mal ein bisschen höher drehen. So auf 9 Volt oder so. Und jetzt stecke ich hier erstmal um. Jetzt haben wir den 7805. Und ich beobachte hier wieder das Messgerät und schaue, wann eben diese 5,05 drastisch unterschritten werden. Noch geht's. Aber hier sieht man schon, hier geht er runter, also ich drehe mal ein bisschen höher. Und hier ungefähr ist er im eingeregelten Bereich. Also ist etwas drunter als der LM317 bei 6,44 Volt. Der dritte Regler, den ich hier habe, das ist hier der SMD-Regler, das ist ein KF50, da gehe ich mal kurz ran mit der Ausgangsspannung. Das war ja hier 5,05 Volt, ziemlich genau. Jetzt muss ich das auch erstmal hier noch ein bisschen verschieben. Moment. So, ich drehe die Eingangsspannung mal wieder so auf jetzt knapp 8 Volt. Man sieht ja erstmal noch bei 5,06 Volt oder 5,05 Volt. Ich drehe jetzt mal runter und man beobachtet jetzt das rechte Messinstrument, wann er wirklich gravierend runtergeht, also unter 5. Man sieht hier schon am linken Messgerät, ich bin schon nur noch bei 5,2 Volt. Und wenn ich jetzt hier nochmal weiter runter gehe, jetzt ungefähr, dann geht er hier auch runter. Also jetzt, die Abweichung ist natürlich auch bedingt durch die Messgeräte. Also hier geht er schon runter, also ungefähr bei der ähnlichen Spannung. Und wenn ich jetzt mal hochgehe, also er regelt ungefähr, ich kann das hier nicht so fein einstellen, aber ungefähr bei, 5,07, da ist er auf jeden Fall schon, oder 5,08, da ist er bei 5,05 Volt. Und das nehme ich jetzt als Eingangsspannung, also 5,08 Volt. Alle Messungen waren bis jetzt ohne Last, das heißt, kein Widerstand ist dran. Und die nächste Messung, da werde ich einfach mal einen 100 Ohm Widerstand anschließen. Damit fließt dann am Ausgang bei 5 Volt 50 mA. Das halten die Regler auch aus, das sind ja nur 100 mA Regler. Also 100 Ohm und dann nochmal die gleiche Messung durchführen. Ich habe jetzt hier jeweils am Ausgang 100 Ohm drin und man sieht auch schon beim KF50, der ist schon auf 4,9 jetzt durch die Last runtergegangen. Ich muss also ein bisschen nachregeln. Das heißt, ich drehe jetzt hier wieder etwas höher, damit ich eben auf 5,05 komme in etwa. Und da sieht man, jetzt ungefähr ist er bei 5,5 gelandet, also bei 5,2 Volt. Ich schreibe das mal hier unten hin, also 5,20 Volt. Jetzt stecke ich um auf den 7805. Von 7805, da sieht man, ja, bei 5,2 Volt regelt er noch gar nicht. Da muss ich jetzt also hoch auf 5,04 hier auf diesem Multimeter. Jetzt ungefähr, ja, jetzt ungefähr ist er bei 5,4, also ich schätze mal, ja, jetzt ist er bei 5,3, also ein bisschen mehr, jetzt ungefähr so knapp 7 Volt, ungefähr, also bei 7 Volt, da regelt er auf 5 Volt, und das gleiche jetzt mit dem LM317, hier auch nochmal, der ist jetzt bereits auf 5,04 Volt, deswegen drehe ich jetzt mal hier ein bisschen runter und gucke, wann der runter geht. Jetzt, da ist er nur noch bei 4,98, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher und jetzt ist er bei 5,03, 6,8, also fast genauso viel wie zu Anfang. Also hier haben wir 6,8 Volt und jetzt kann ich diese Drop, U-Drop ausrechnen. Man sieht jetzt hier sehr deutlich, dass man fast 2 Volt braucht hier beim 7805, also 2 Volt mehr als 5 Volt, macht also 7 Volt, um eben auf diese 5 Volt
zu regeln. Bei dem LN317 sieht es ähnlich aus. Die Angabe sind da hier, das sind hier Mindestspannungen. Und man sieht auch ganz klar beim KF50, das ist ein Very Low LDO. Da brauche ich eigentlich nur 150 Millivolt mehr in etwa. Da gab es ja auch ein paar Messabweichungen sozusagen durch die Messgeräte, aber so in dem Dreh wird sich das bewegen, vielleicht 200 Millivolt. Ich brauche also hier nur 5,2 Volt, um auf 5 Volt zu regeln. Es gibt also dort erhebliche Unterschiede, was diese Dropout-Voltage betrifft, also diese Mindestspannung. Und das muss man auch immer in der Schaltung beachten. Diese Spannung ist in der Regel in dem Datenblatt zu finden, in irgendwelchen Tabellen dort. Und dort muss man dann eben entscheiden in der Schaltung, ob man einen normalen Spannungsregler, einen Standardspannungsregler verwenden kann oder eben einen LDO benötigt. Ich bin ja jetzt in diesem Video nicht auf die Funktionsweise eines Linearreglers eingegangen, sondern nur auf das Thema Dropout Voltage. Es gibt noch ein anderes Video, was ich unten nochmal verlinke zu dem Thema linearer Spannungsregler und wie der funktioniert. Und wie gesagt, hier ging es nur um diese Dropout Voltage, um das mal zu klären. Ja, das war es auch mal wieder und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.